Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3 im Retro-Stil. Okay. Hey, du Wicht! Wenn du in meiner Arena kämpfen willst, musst du erst bei mir dein Preisgeld bezahlen. 500 Goldmünzen. Oder du kannst gleich wieder abhauen. Wo ist denn er vor allem noch? Möglich ist alles. Ich bezahle später. Du willst nicht. Ich will das gar nicht hören. Du musst eben aufpassen, was man so rum erzählt. Schwächling. Der letzte Scheiß. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Irgendwann ist doch das vorbei. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Oh. War ganz schön gesammelt. 28 mal rohes Fleisch. Yeah. So, dann machen wir es mal so. Da wir ja ein paar Aufgaben haben hier. Wir müssen uns ja erstmal wieder verdient um die Stadt machen. Wir haben aktuell 6 Ruf in Monterra. Ein bisschen Gold verdienen, oder? 2500. Ach, benötigte Stärke 160. Schade. Aber wir haben auf jeden Fall haufenweise Zeug, was wir verkaufen können. Ach, von der letzten Folge von den Banditen. Für mich ist es jetzt schon wieder eine Nacht her. Ich muss ja auch irgendwann mal schlafen. War ja früh um 5 oder so. Wie spät hatten wir es da? Ja, 4.59 Uhr. Da haben wir zum Abgleich, habe ich die Aufnahme beendet. Und die letzte Folge, die ging ja so bei 52 Minuten, weil ich unbedingt das Banditenlager klar machen wollte. Ja, okay. Ja. Ich weiß, Mann, ich weiß. Du bist hier der Lagermeister? Eine blöde Frage, das siehst du doch. Zuckerschlecken ist das nicht, das sage ich dir. Wenn alles läuft, interessiert es keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie, es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Was fehlt dir sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milchfässer vom Viehhof im Westen. Ach was. Tja, ich sagte doch, der Job ist kein Zuckerschlecken. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Ich denke, das war erstmal alles, was ich an Waren brauche. Ach, da bin ich ja beruhigt. Wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Morra. Bring mir was über das Schmieden bei. Erzwaffen schmieden, das ist halt... Wann alle Kohle haben hier. Das ist echt der Hammer. Wo finde ich Xardas? Ich weiß nicht, wo der Magier seinen Sitz hat. Angeblich sollen nur die Ork-Schamanen seinen wirklichen Aufenthaltsort kennen. Soviel ich weiß, befinden sich in Gäldern und Silten einige der bedeutendsten Schamanen der Orks. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Hast du was zu tun für mich? Für einen Söldner gibt es hier in Monterra immer was zu tun. Aber für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist dein Vorteil. Wie das? Ich kann dich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt.
Du misstraust deinen eigenen Leuten? Wundert dich das? Seh dich doch mal um. Jeder von diesen Schwachköpfen hat nur seinen eigenen Vorteil im Hirn. Würden wir mit den Orks besser zusammenarbeiten, würde es uns allen besser gehen in Myrtana. Verstehe. Ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Ach komm, bist du dir dafür etwa zu schade, oder was? Ich schätze, du hast keine andere Wahl. Wenn er so weitermacht, wird das nicht mehr. Gut, ich werde für dich arbeiten. Gute Entscheidung. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Okay, wie genau läuft die Sache mit dem Spitzeljob? In letzter Zeit geschehen immer häufiger seltsame Dinge in Monterra und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen und andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat. Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Lohn dafür bekommst du Gold und Ansehen und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil in meiner Hütte am Westeingang der Stadt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut. Gut so. Weiter so. So, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Gold verdienen. Wie soll ich die Loyalität deiner Männer prüfen? Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal, schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Du scheinst Xardas zu mögen. Mögen ist zu viel gesagt. Dafür weiß ich zu wenig über den dunklen Magier. Aber ich mag den Gedanken, den ewigen Streit zwischen Orks und Menschen endlich zu beenden. Xardas scheint der Schlüssel dazu zu sein. Er hat etwas Großes vor mit den Orks. Das beruhigt mich nicht. Wie auch immer. Bei allem, was ihm nachgesagt wird, ist Xardas am Ende auch nur ein Mensch. So, wir sind auf jeden Fall schon mal stärker. Das hätte ich dir vorher sagen können. Als wenn das so einfach wäre. Lass gut reden. Das gibt doch nur wieder. Am besten, du erledigst das selbst. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln? Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Zeig mir mal, was du hast. Aber klar doch. Sag mir, was du brauchst. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat schon mal Wasser, Heiltränke. Aber wir nehmen das Wasser. Die Dietriche sind gut. Die Fackel nehmen wir auch mal mit. Der Rest kann er behalten. Okay. So, dann gehen wir erstmal hier raus und holen erstmal die Milch. Milch? Ja. Milch. Ich sag, ich bin Ostdeutscher. Milch. Ja. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Das nimmt kein gutes Licht auf. Ist das dein Hof hier? Ich bin der Boss hier, falls du das meinst. Ich kümmere mich darum, dass der Viehhof seinen Dienst verrichtet. Ich suche Arbeit. Fein, da habe ich was für dich. Meine Männer sind scheinbar zu dämlich dazu. In letzter Zeit treibt sich ein Rudel streunender Wölfe hier herum. Nachts schleichen sie sich an den Hof heran und fressen uns die Tiere unterm Hintern weg. Ich werde dir einiges dafür bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden. Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? So sieht's aus. Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. Mach hier keinen Ärger, klar?
Westen, du hältst dich auf Kurs. Das nimmt kein gutes Ende. Richtig, aber trotzdem. Man muss eben aufpassen, was man so am Ende werden sie dich dazu zwingen. Am besten, du hältst. Du bist ja da, aber sehr sicher. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hör bloß auf. Ist schon schön, wenn du hier sitzt. Ich hoffe, das erledigt sich. Man muss eben aufpassen, was man so umgezogen. Entschuldigung. Ich bin leider ein bisschen krank, von daher. Tut mir das wahnsinnig leid. Ach hier. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Oh, Vorsicht, hier geht's ganz schön tief runter. 3, 4, 5. Da haben wir schon mal die 5 Milchfässer. Und es kommt noch schlimmer. Du kommst doch nicht, um mich wieder in die Stadt zu schicken, oder? Vergiss es. Ich bleibe auf dem Hof hier. Am besten hältst du dich. Die Arbeit hier auf dem Hof ist recht angenehm. Vor allem, wenn ich an die armen Schweine bei den Ausgrabungen denke. Was kann denn schon groß passieren? Okay. Da muss doch irgendwas noch bei der Ausgrabungsstätte sein. Na, Heilpflanzen wachsen ja wirklich überall. Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten. Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Ausgetauscht? Was meinst du? Wir können die armen Hunde nicht ständig im Tempel buddeln lassen. Sie brauchen auch mal eine Auszeit. Dazu tauschen wir wöchentlich die Sklaven mit den Bauernhöfen. Die Arbeit draußen ist etwas leichter. Die Burschen erholen sich wieder echt gut. Ich suche dir einen Sklaven aus. Gut, aber mach nicht zu lange. Was hältst du von Marek? Tja, weiß nicht. Hab nicht allzu viel mit ihm zu tun. Ich denke, er macht seinen Job ganz gut. Wir kriegen beide noch Ärger. Wir unterhalten uns gerade. Hier sind die Orks wahrscheinlich reingekommen, so wie das aussieht. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ah. Meine Fresse, ich schufte mir hier den Arsch ab. Hoffentlich kommt bald mal die Ablösung. Was ist dir eine kleine Pause wert? Oh Mann, ich gebe dir alles, was ich habe, wenn du mich hier rausholst. Na gut, was hast du denn? Ich habe dieses Artefakt hier gefunden. Einen seltsamen Kelch. Den würde ich dir überlassen. Du hast einen Kelch gefunden, sagst du? Ein Feuerkelch? Was weiß ich denn? Ich kenne mich doch nicht mit den Dingern aus, Mann. Geh zum Viehhof. Danke, Mann. Ich bin schon unterwegs.
Moment, du hast noch was vergessen. Ach ja, hier hast du den Kelch, den ich gefunden habe. Schönen Tag noch, Mann. Wann kommt denn endlich die Ablösung? Ich drehe noch durch. Was gibst du mir, wenn ich dich hier raushole? Aber ich habe doch nichts. Was soll ich dir denn geben? Erzähl mir was über deinen Aufseher Bradley. Bradley macht seine eigenen schmierigen Geschäfte hier im Lager. Jeder Sklave hier will nach draußen auf die Höfe. Keiner will hier drinnen arbeiten. Bradley hat so eine Liste. Wer auf Bradleys Liste ganz oben steht, kommt auf einen der Höfe für eine Weile. Dieses verdammte Schwein lässt sich von uns dafür bezahlen, um in seiner Liste nach oben zu wandern. Verstehe. Heute ist dein Glückstag. Du darfst zum Viehhof. Danke, Alter. Ich hielt es auch schon fast nicht mehr aus hier. Ja, dann tauschen wir die beiden jetzt mit den anderen beiden vom Viehhof aus. Du solltest meinen Rat annehmen. Kann dir doch egal sein. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ach, die zwei stehen da sowieso nur rum. Am besten erledigst du solltest jetzt gehen. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Der letzte Scheiß. Man muss eben aufpassen, was man... Was, wenn das besser, du gehst weiter. Sonst kriegen wir noch... Wir unterhalten uns. Du solltest jetzt gehen. Besser, du gehst weiter. Sonst kriegen wir noch Ärger. Man muss eben aufpassen, was man so rumpassen muss. Mach hier keinen Ärger, klar? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Und es kommt noch schlimmer. Ich habe mich um die Sklaven gekümmert. Das sehe ich. Ich hätte es anders gemacht, aber von mir aus... Jetzt brauchen wir schnell neue Arbeitskräfte hier im Lager. Geh und sag Dennis vom Viehhof vor der Stadt, dass er mir neue Leute schicken soll. So. Entschuldigung, ich versuch's ein bisschen... zu dingsen. Ja, schnell möglich dann auszumachen. Tut mir wirklich leid. Bradley braucht neue Sklaven. Alles klar, nimm dir mit, was da ist. Sag Bradley, er soll die Sklaven nicht so schinden. Ich kann seine Leute kaum noch gebrauchen hier auf dem Hof. Das hat uns gerade noch gefallen, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Du musst gut reden. Du arbeitest ab jetzt wieder in der Stadt. Bitte nicht! Die Schinderei bei den Ausgrabungen halte ich nicht mehr aus. Lass gut reden. Klar. Warum nicht? Das hätte er doch besser wissen müssen. Du gehst jetzt zu den Ausgrabungen, sonst mache ich dir Beine. Schon gut, schon gut. Bin ja schon weg. Du wirst bei den Ausgrabungen in der Stadt gebraucht. Ach, kein Mist, ich kann nicht. Weißt du eigentlich, was das für ein Höllenjob ist bei den Ausgrabungen? Das gibt doch nur wieder Ärger. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht schicken sollte. Ich könnte dir verraten, wo du einen Schatz findest. Wenn er so weitermacht, wird es nie. Wo ist dieser Schatz? Nee, so einfach geht das nicht. Wer sagt mir denn, dass du mich nicht trotzdem in die Stadt schickst, wenn ich es dir verrate? Jetzt. Schluss jetzt. Ab mit dir zum Tempel. Ja, bevor ich mich schlagen lasse. Der letzte Schatz. Ich werde einfach abwarten. Ich habe damit kein Problem. Komisch, oder? Das ist echt kurios. Jetzt laufe ich wieder zu den anderen Typen.
besser. Na ja. Ach, davon will ich nichts wissen. Der Sklave Leon arbeitet wieder im Tempel. Gut. Der Sklave Kelvin arbeitet wieder im Tempel. Gute Arbeit. Hier hast du ein paar Münzen. Dennis meint, du sollst die Sklaven nicht so hart rannehmen. Der Klugscheißer. Dann soll er den Job mal machen hier. Egal, ich danke dir. Hier hast du deinen Lohn. Besser du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. So, machen wir das, dann gehen wir mal zum Getreidehof, wir brauchen ja noch Getreide. Was ist denn das? Ein Reaper. Okay. Was ist los? Bist du auch mit der Bezahlung unzufrieden? Geh wieder an die Arbeit. Langsam, ich bin keiner von deinen Leuten. Was willst du denn hier? Ich bin beschäftigt. Wenn ich nicht aufpasse, hauen die Sklaven ab. Und die Jungs liegen faul in der Gegend herum. Ich denke, du wirst meine Hilfe brauchen. Ach, scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde es bereuen. Zeig mir erst mal, was du kannst. Dann werde ich noch mal darüber nachdenken. Ich glaube, ich will das gar nicht haben. Sklaven fliehen von deinem Hof? Ja, verdammt! Musst ja nicht noch in meiner Wunde herumbohren. Nicht genug, dass mir Marek im Nacken sitzt. Jetzt machen sich meine eigenen Männer schon über mich lustig. Du solltest deinen Jungs mal ein wenig Dampf unterm Arsch machen. Toller Vorschlag. Das Einzige, was die noch motiviert, ist Alkohol. Irgendwann werden wir von Korndieben erdolcht oder von Untoten aus der Burg im Osten überrannt. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Was ist mit den Rebellen? Die Königstreuen verdrücken sich in die Berge oder lungern um Montera herum. Die Rebellen sind keine ernsthafte Bedrohung. Die Korndiebe im Norden machen mir mehr Kopfzerbrechen. Sie kommen nachts und klauen uns die Weizensäcke unterm Arsch weg. Ich warte förmlich darauf, mit zerschnittener Kehle aufzuwachen, während meine eigenen Leute besoffen im Heu liegen. Glaubst du wirklich? Hast du gerade Untote gesagt? Wenn du den Weg da nach Osten folgst, kommst du zur alten Festung der Paladine. Sie ist zwar nur noch eine Ruine, aber bewohnt ist sie immer noch. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zu nah an die Burg herangehen. Ich werde mich um die Korndiebe kümmern. Du willst bewerkstelligen, was meine Leute in Wochen nicht geschafft haben? Ja, klar. Ja. Nur zu. Das will ich sehen. Richtig. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Einige Dinge werden sich niemals... Einige Probleme erledigen sich von selbst. Richtig. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Du erledigst das selbst. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Psst. Hey du. Du siehst anders aus als die anderen hier. Du arbeitest nicht für die Orksöldner, oder? Thank you.
Ich arbeite für jeden, der genug bezahlt. Hm. Dann bist du nicht derjenige, den ich suche. Nichts für ungut. Wen suchst du? Ich muss unbedingt hier raus. Doch die Söldner überwachen jeden meiner Schritte. Ich brauche einen starken Mann, der sie ablenkt, während ich mich aus dem Staub mache. Du gehörst zu den Sklaven, oder? Bedauerlicherweise. Das war nicht immer so. Doch heute kann man es sich halt nicht aussuchen. Ganz schön mutig, mir sowas zu erzählen. Ach, was habe ich schon zu verlieren? Entweder du hilfst mir jetzt, oder ich bin geliefert. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich muss nach Okara, und zwar so schnell wie es geht. Die Rebellen warten dort schon auf mich. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für sie. Was ist das für eine Nachricht für die Rebellen? Vergiss es. Es war schon leichtsinnig genug, dir überhaupt davon zu erzählen. In Ordnung. Ich hole dich hier raus. Wie willst du das anstellen? Lauf los, ich folge dir. Was, jetzt? Ja, verdammt, lauf! Ja, lauf los! Lauf! Verdammte Scheiße, was war das denn für ein toller Plan? Lauf los, sagt er, und ich Idiot, mach das auch noch. Hat doch geklappt. Du bist doch völlig wahnsinnig. Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner! Ich fass es nicht! Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was? Jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon. Ah, oh, die Sprüche sind immer geil. Schade. Hätte vielleicht vorher mal speichern müssen. Scheiße. Naja. Das war eine gescheiterte Flucht. Na gut, dann mache ich das nochmal bis zu dem Punkt jetzt offscreen und dann machen wir an der Stelle dann weiter. Alles klar. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.